Eine Verknüpfung der mechanischen Energiespeicherung von flüssigem und gasförmigem Speichermedium, das heißt also von Wasser und Luft, kann genutzt werden in sogenannten Kugelpumpspeichern. Das heißt also, was nutzt man? Erneut das Prinzip, was man schon beim konventionellen Pumpspeicherkraftwerk kennt, die potenzielle Energie. Was man macht ist, dass man ein Gewässer hat, einen tiefen See, in den Betonkugeln gegeben werden. Das heißt, also auf den Grund des Sees werden Betonkugeln mit einem bestimmten Durchmesser D gegeben. Und was nun gemacht wird, ist, dass durch die Zuführung von Strom das Wasser, was jetzt hier in dieser Kugel ist, wird herausgepresst. Das heißt also, hier wird dann Luft gespeichert in dieser Kugel. Dadurch hebt und senkt sich natürlich der Wasserspiegel des Sees ein wenig. Das ist aber in der Regel ein vernachlässigbarer Effekt. Das heißt also in dem Fall, dass Luft in der Kugel ist, in dem Moment ist die Kugel energetisch geladen, man hat das Wasser herausgedrückt. Umgekehrt, wenn die Kugel voll mit Wasser ist, dann ist dieser Energiespeicher entladen und darüber lässt sich auch sehr leicht Energie speichern, indem man halt über Pumpen, die elektrisch angetrieben werden, entweder das Wasser herauspresst oder das Wasser aus dem See hereinlaufen lässt. Entscheidend ist natürlich auch wieder das Prinzip der potenziellen Energie, das heißt der Wassertiefe dieser Kugeln. Eine Rolle spielt natürlich auch der Durchmesser dieser Kugeln. Und erste Tests, die gemacht wurden im Bodensee, zeigen, dass das Konzept grundsätzlich funktioniert. Die Idee ist, und das ist eine kleine Rechenaufgabe, die man mal versuchen kann. Also der Plan für die Zukunft ist, dass man solche Betonkugeln nutzt mit einem Durchmesser von 30 Metern. In einem See, wo wir das Beispiel mal machen, 700 Meter Tiefe des Sees. Und jetzt stellt sich die Frage, wie groß ist jetzt die Energie, die sich speichern lässt in solchen Betonkugelpumpspeichern? Auf Basis der potenziellen Energie. Das lässt sich jetzt ganz gut ausrechnen, indem man das Video mal einmal pausiert und sich überlegt, wie groß die Energie ist, die sich speichern lässt. Wie funktioniert das nun? Also, wir haben die potenzielle Energie, die sich ergibt aus m mal g mal h. Mit der Erdbeschleunigung nehmen wir vereinfachen 10 Meter pro Sekunde Quadrat und die Masse, die wir ersetzen müssen, oder die ersetzen wir noch durch die Dichte mit dem Volumen g mal h und die Dichte des Wassers, das sind also 1000 Kilogramm pro Kubikmeter. Das heißt also, aus diesen Größen lässt sich nun die Energiemenge berechnen, die wir nutzen können. Das Volumen einer Kugel 4 Drittel Pi r hoch 3. Und natürlich 4 Drittel Pi d halbe hoch 3, also der halbe Durchmesser von 30 Metern. Und wenn man diese Größen nun einsetzt, bei einer Tiefe von 700 Metern, ergibt sich, dass man also in diesen Kugeln ungefähr 27 Megawattstunden Energie speichern kann, ohne Berücksichtigung jetzt von Wirkungsgraden. Die Wirkungsgrade liegen jetzt im Bereich von 80 bis 85%. Das heißt also, von den 27 Megawattstunden verliert man nochmal 15%, sodass wir dann unter Berücksichtigung des Wirkungsgrads bei ungefähr 23 Megawattstunden Energie sind, die sich in diesen Kugelpumpspeichern speichern lässt. Das ist natürlich eine sehr attraktive, weil einfache Technologie. Im Moment ist es technisch noch nicht möglich, so große Betonkugeln zu fertigen und dann in den Seen zu versenken. Aber mittelfristig kann das natürlich eine Alternative sein, in bestehenden Gewässern solche Betonkugeln unterschiedlichen Durchmessers zu versenken, um dort flexibel elektrische Energie zwischenzuspeichern in Form von mechanischer Energie.
und umgekehrt diese Energie auch wieder rückzuverstromen, um damit auf volatile Energiequellen reagieren zu können.